Die öffentliche Diskussion um den Namen des Völklinger Stadtteils Hermann-Röschling-Höhe hält an. Anlässlich des Neujahrsempfanges der Stadt in der Kulturhalle Werden fand eine Mahnwache gegen die Beibehaltung des Familiennamens Röschling im Namen des Viertels statt. Einerseits ist die industriellen Familie Röschling aus der Wirtschaftsgeschichte der Stadt nicht wegzudenken. Andererseits gelten bestimmte Mitglieder der Dynastie ihren Kritikern als Profiteure von Krieg und Diktatur. Zu der Mahnwache hatten sich Mitglieder verschiedener Organisationen zusammengeschlossen. Von lokalen Bürgerinitiativen über die Synagogengemeinde und Friedensnetzwerk Saar bis hin zur Partei Die Linke.